Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield, wo wir heute das Geheimnis der ersten Artefakte ergründen. Auf in die Sterne, aber wir fliegen nicht weit, wir fliegen nur vom Mond bis auf... Wir sind wieder, wo wir hingehören. Ja, wahrscheinlich bis auf die Erde. Ach, die Sternenwerft. Hey, Sternenwerft. Wie geht's euch? Alles gut? Klar? Super. Da waren wir ja schon mal. Da müssen wir nicht wieder hin. Wir müssen jetzt, glaube ich... Ach ja, die Erde sieht jetzt so komisch aus, ne? Puh. NASA-Startrampe. Ja, da müssen wir hin. Haben wir uns schon fast gedacht. Und dann, zur Landung. Und dann starten wir mal zur Rampe. Und landen auf diesem tristen Drecksloch. Das hier offenbar nur noch ein Staubball ist. Und wo selbst die größten Städte immer nur noch ein Wahrzeichen haben, was übrig ist. Mann, oh Mann, ich wünschte, es wäre Tag. So, hier kann man nicht so schön fliegen wie auf dem Mond. Naja, wir nehmen, was wir kriegen können. Ich glaube, ich muss mal den Community-Patch installieren. Ich habe auch dieses Links-Gucken ständig, ne? Finde einen Weg hinein. Oh, das ist neu. Ich dachte, wir finden wieder eine Schneekugel und das war's. Und dann, mystisch. Oh. Auf einmal Licht. Wo kommt das Licht? Wo haben die Strom her? Hä? Weißt du, ich muss 70 Generatoren bauen, damit ich einmal Äpfel pflücken kann. Aber die Kollegen, die haben einfach... Wow. Also wenn das nicht nachhaltig ist, dann weiß ich auch nicht. So. Wie kann da noch Licht brennen? Sag mal, guck mal geradeaus jetzt. Jetzt geht's wieder. Vielleicht können wir über einen Aufzug erreichen, was unter diesem Staub liegt. Über einen Aufzug. Hast du dich mal umgesehen, wie das hier aussieht? Möchtest du in so einem alten, rostigen... Ja, Andrea, bitte jetzt. Was ist denn los? Endlich kennen wir alle Antworten. Und doch stehe ich nun hier, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Die Allheit ein Multiversum? Ja. Tote Freunde, die wieder erscheinen? Nein. Das ist einfach zu viel. Stell dir vor, Sarah wäre... ein unendlicher Zwilling gewesen. Jeder Zwilling ist eine eigenständige Person. Die Sarah, die du getroffen hast, ist nicht die tote Sarah. Das ist aber eine andere Sarah. Du musst verstehen, dass es eine ganz andere Sarah ist. Es ist nicht unsere von hier, es ist aber eine andere Sarah. So, mit ihrem eigenen Kopf, ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Erlebnissen, ein ganz anderer Mensch. Ja, die Artefakte, die Kräfte, die Sternblüter. Es passt alles zusammen. Tut es das? Ja. Du findest all das vielleicht zufriedenstellend. Nein. Ich jedoch nicht. Zufriedenstellend? Wir müssen einem Mörder glauben und ihm in die Allheit folgen? Nein. Und wenn sie nicht das bewirkt, was die Sternblüter behaupten? Wir müssen niemandem folgen. Sie haben doch keinen Grund mehr, uns anzulügen. Ja. Nach meinem Treffen mit den Sternblütern glaube ich ihnen. Nach allem, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, spüre ich einfach, dass es wahr ist. Aber ja, kein Grund mehr, uns anzulügen. Ja, also im Grunde genommen, Grund haben sie halt nicht mehr. Der Hunter könnte noch den Grund haben, dass er uns die ganzen Sachen abjagen will am Ende. Dass er uns einfach sammeln lässt und dann einfach sagt, knips, oder es nochmal probiert. Wobei ich nicht glaube, dass er davon ausgeht, dass er einfach so gewinnen kann. Vielleicht stellt er uns eine Falle, eventuell. Aber einen Grund, uns anzulügen, haben die nicht mehr. Wie kannst du dir da so sicher sein? Sie haben uns ständig sabotiert. Und jetzt geben sie einfach auf. Nein, nein, die geben nicht auf. Sie haben Sarah getötet, um uns die Artefakte vorzuenthalten. Nein, der Hunter. Wenn sie jetzt aufgeben, wozu dann das alles? Welchen Sinn hatte dieser Tod dann? Warum uns das alles antun? Moment, nicht die Sternblüter haben das gemacht, das war der Hunter. Ja, jetzt das irgendwie auf alle Sternblüter zu beziehen, ist rassistisch. So, jetzt habe ich es gesagt. Es ist okay, Angst zu haben. Das ist ein gewaltiger Schritt. Wir müssen sehen, wohin das führt, was die Allheit ist.
Wir müssen zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Die Sache ist zu gewaltig, um das nicht zu tun. Ich will das durchziehen und ich brauche deine Unterstützung. Ja, ich weiß nicht genau, ob das die beste Antwort ist. Vielleicht will sie das auch gar nicht hören, vielleicht hat sie ja gar keine Angst. Aber es ist halt okay, Angst davor zu haben, weil wir wissen ja selber nicht, was uns erwartet. Es ist einfach diese, da ist noch eine riesige Unwissenheit. Und was der Mensch nicht weiß, das fürchtet er. Selbst wenn die Sternblüter die Wahrheit sagen, wenn du in die Allheit gehst und in einem anderen Universum herauskommst, sieh dir an, wer sie sind, zu was sie geworden sind. Sie sehen aus und klingen wie Menschen, die du kennst. Doch sie sind es nicht. Nein. Hast du denn gar keine Angst, dass auch dich dieses Schicksal ereilen könnte? Dass du für uns andere nicht mehr zu erkennen wärst? Aber die Sarah war doch auch gar nicht unsere Sarah. Das war eine ganz andere Sarah. Und wenn ich jetzt in die Allheit gehen würde, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ja, aber scheinbar ist es ja ein One-Way-Ticket, dann werden die Leute, die ich da treffe, auch nicht die Leute sein, mit denen ich hier zusammen rumgehangen habe. Kann sein, dass die mich nicht erkennen. Ja. Die Sache läuft auf jeden Fall, also spiel lieber mit. Ja, darum geht es doch bei der Entdeckung überhaupt. Risiken eingehen, sich in das Unbekannte wagen. Ja. Ja, na. Jetzt klingst du wie Sarah. Bisschen. Aber du hast nicht Unrecht. Ich werde versuchen, vom Besten auszugehen. Mich aber auch für das Schlimmste rüsten. Das ist die beste. Ganz Werk. Nachdem wir jetzt unser Ziel kennen, dürfen wir keine Zeit verlieren. Sie hat uns die ganze Zeit auf die Titten geguckt. Ich wollte es nur sagen, ne? War ein bisschen unverschämt. Oh, noch mehr Notenergiezellen. Die kann man ja immer mal brauchen. Lass mich raten, eine kommt hier rein. Uff. Wer würde sich denn trauen, mit diesem zugesandeten Fahrstuhl zu fahren? Naja, offenbar wir. Lass mich raten. Das ist nicht der Fahrstuhl. Achso, rausnehmen geht nicht mehr. Man kann nur reintun. Das war wohl nicht der Fahrstuhl. Der ist da oben. Oder so. Ah ja, wir sind ja gar nicht mehr auf dem Mond. Ich wollte ja wieder ganz easy hochgleiten. So, was? Hier sind keine Spacer und so? Das ist ja komisch. So. Obwohl Menschen gestorben sind, weil das Schiff nie gestartet ist, es wurde bestimmt nicht ohne Grund gebaut. Das glaube ich auch. Könnte es vielleicht sein, dass Menschen gestorben sind, damit das Schiff nie startet? Okay. NASA. Ist irgendwie cool, dass das, ich finde es einerseits doof, dass es hier nur um die Menschheit geht quasi, wie wir sie kennen. Und deswegen auch mit der Literatur und so. Das finde ich irgendwie doof. Auf der anderen Seite finde ich es aber cool, dass was drin ist hier, dass wir bei der NASA rumlaufen und so. Schon geil. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Doof finde ich es nur, weil es wirkt so, als hätte man sich bei der Lore ein bisschen, naja, nicht die geringstmögliche Mühe, aber, na, weil die Bücher sind alles nur klassische Bücher, die man mit Copy-Paste so ein bisschen oder mit Zusammenfassung reingeballert hat. Okay. Na, wir müssen eh nach oben. Da führt nichts hin. Aha. Wir trotzdem mal überall gucken, ne? Falls wir hier was sehr Wichtiges übersehen mit diesem Stuhl. Und dieses viele Nichts, was hier rumsteht. Ah. Kühlmittel. Ja, warum sollte hier auch Munition rumstehen? Das macht gar keinen Sinn. Da ist nichts. Okay. Da geht's wieder zurück. Also müssen wir da lang. Ja, was machst du denn? Junge! Oh, Herzinfarkt.
So, okay. Wir könnten da über die Kiste steigen. Wir könnten aber auch hier mal reingucken. Aha. Ich wünschte halt, wir würden hier auch mehr Briefe und Stuff finden, ne? Ich weiß, David hat unendlich... Das Schiff war ganz bestimmt nicht dazu gedacht, nur hier zu stehen. Ein Jammer. Ja. Oh! Die NASA-Schneekugel. Was wollte ich sagen? Ich weiß, Starfield hat unendlich viel Content gefühlt. Ja, also nicht unendlich, aber sehr, sehr viel Content. Und ich meine nicht den generischen, sondern wirklich den handgeschriebenen, handgemachten. Davon gibt es wirklich sehr, sehr viel. Beweisstück A ist wohl dieses LP. Da geht es einfach nur wieder runter. Ja, da wollen wir nicht rein. Aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass hier zum Beispiel mehr Briefe liegen, mehr bla, mehr Infos aus der Zeit, wo man sich ein bisschen reinversetzen kann. Sowas in der, ja, sowas in der Art. Das ist, Einzige, was fehlt, ist wohl der Strom. Damit sollte dieser Aufzug noch funktionieren. Ja, ja, wir haben ja zwei Brennstäbe gefunden, ne? NASA-Notizblock. Okay, die haben offenbar gebrennte Sachen hier. Ein Entdeckerhelm. Black und Entdecker, Black und Entdecker, Black und Entdecker. NASA, NASA. Hier ist alles, hier ist überall das NASA-Logo. Selten so viele Logos auf einem Haufen gesehen. Was ist das? Noch eine Schneekugel. Nehme ich auch mit. So, Nase juckt. Ansonsten gibt es hier relativ wenig. Wahrscheinlich alles schon geplündert. Finde einen Weg hinein. Moment, was war nicht da? Das da ist auch gar nichts. Okay. So. Was haben wir hier? Tür verriegelt. NASA-Zugangscode. So. Positronenbatterie. Ein Rucksack. Monotriebmittel, nochmal zwei Batterien. Achso, eine brauchen wir auch hier. Warum hat jemand da vorgestellt, aber nie benutzt? Strom haben wir. Der Fahrstuhl geht wieder. Aber ich guck nochmal kurz hier hinten. Hier ist aber nichts mehr, ne? Ne. Okay, dann auf. Dann fahren wir mal nach oben. So. Halte F. Ja, aber ich hab die doch schon angemacht. Nett, dass du mir das jetzt sagst, aber Tischtelefon. Wer auch immer diesen Raum einst genutzt hat, er konnte bestimmt nicht ahnen, was seitdem alles geschehen ist. Ob das nur eine Person war, ich weiß nicht. Okay, das ist eine riesige Kiste, aber leider mit sehr wenig Inhalt. Schön, dass wir die gefunden haben, aber naja. Okay. Ja, okay. Ansonsten sehr schön hier. Das Tischtelefon lacht mich an, aber ich lasse mal stehen. Ich vermute mal, das von Siemens und die Firma gibt es wahrscheinlich ja gar nicht mehr. Da kriege ich keinen Support mehr für. Und wir haben ja nicht mal wirklich Handys in dieser Welt. Ob das gut ist oder schlecht. Nee, ist ja natürlich... Ja, also Handy ist schon eigentlich ein cooles, sehr cooles Gerät. Sehr praktisches Gerät. Also in dem Fall ist das wohl eher schlecht. Okay. Papierablage. Ja, na gut. Dann gehe ich mal in den Forschungscomputer. Was auch sonst. Huch, das ist so gelb. Startmaßnahmen. Bitte daran denken. Die letzte Überprüfung der Vitalwerte und der Anzüge ist von größter Wichtigkeit. Zugegeben, es ist inzwischen sicherer und wir befördern mehr Personen als früher. Doch das Leben dieser Menschen liegt nach wie vor in unseren Händen.
Gerüchten zufolge soll der nächste Start abgebrochen werden. Sorgen wir dafür, dass es ein Gerücht bleibt. Geht immer vom Ernstfall aus. Durch eure Professionalität wird die Raumfahrt ein bisschen sicherer. Und wir sind auf jedes bisschen angewiesen. Zugangsstation Logbücher. Fehler. Archiv. Fehler. Warte, das kann ich besser. Habe ich das nicht irgendwo? Fehler. Archive beschädigt. Systemwiederherstellung läuft. Archive teilweise wiederhergestellt. Probe vom Mars. Stationslogbuch. Oh. Dr. Judith Tatien. Die Lieferung vom Mars ist beunruhigend. Ich hatte Gesteinsproben oder vielleicht versteinerte Mikroben erwartet. Stattdessen kommt Dr. Viktor Eiser mit 2 Leuten vom Militär. Alles, was sie mitbrachten, ist unter Verschluss. Was will ein theoretischer Physiker mit einer Probe vom Mars? Das gilt es herauszufinden. Dr. Viktor Eiser. Stationslogbuch. Dr. Judith Tatien. Ich habe versucht, mich bei Dr. Eiser, Viktor, einzuschmeicheln, um an Infos zu kommen. Sein Team hat eines der Labore beschlagnahmt und die 2 Militärs kontrollieren, wer hinein und hinausgeht. Als ich gescherzt habe, dass er wohl ein kleines grünes Männchen seziert, ist er kreidebleich geworden. 2 Tage später bittet er mich um mehr Informationen zu meinem Hintergrund in Materialwissenschaft, also Metallurgie. Wir haben morgen ein Meeting. Ich glaube, ich werde ins Labor eingeladen. Dann haben die auf dem Mars ein Artefakt gefunden. Und vielleicht hat es ja jemand gestohlen. Und dabei die Erde verwüstet. Komplett. Nee, weiß ich nicht. Könnt ihr, ne? Heutiges Meeting. Stationslogbuch, Dr. Judith Tatien. So nervös war ich zuletzt bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Ich habe 4 Stunden mit Viktor und seinem Team über theoretische Metalle und Atombindungen geredet. Inklusive eines halbstündigen Ausflugs in den Magnetismus, der mich, glaube ich, nur vom eigentlichen Thema ablenken sollte. Dann habe ich das Labor gesehen. Ich sollte nicht zu viel sagen, aber das Periodensystem hat sich damit erledigt. Klingt nicht sonderlich beeindruckt. Es klingt eher so, ach, habe ich gesehen, wow, Periodensystem für den Arsch. Ich wäre mehr beeindruckt gewesen, glaube ich. Ich hätte erstmal, also vor allem würde ich mich fragen, was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das für die Zukunft der Menschheit, über unser Wissen und so weiter, an alles, was wir geglaubt haben? Aber andererseits wissen wir ja noch relativ wenig. Okay. Gut, wir müssen wahrscheinlich unten lang, ne? Okay. Wo geht das denn jetzt hier hin? Ich bin so froh, dass gerade die Tür noch frei liegt. Ich bin so froh, dass gerade diese Gänge noch frei sind, die wir brauchen. Da haben wir so ein Glück gehabt. Ich hoffe, die wären für immer verschüttet gewesen und die Quest kommt dann einfach zum Ende. Boah, okay, das ist cool. Die NASA war sehr stolz auf all ihre Erfolge. Mit gutem Recht, scheint mir. Das ist schon sehr cool. So, erstmal das Unwichtige absuchen, damit wir dann zum Wichtigen kommen können. Okay. Aha. Ausstellungen. Jetzt kann ich voller Stolz sagen, dass ich bei der NASA war. Und ihr wart alle mit dabei. Pamphlet. Broschüren. Müsste man eigentlich mitnehmen. Ist halt von der NASA, ne? Ist halt, wow. Dass die nur einen Wert von 8 haben, verstehe ich nicht, weil das ist ja Erdhistorie. Guck mal, eine Andrea, die hier ausgestellt ist. Krass. Die würde ich auch gerne mitnehmen. Die kommt zu Hause in den Schrank. Spielzeugrakete. Guck mal, hier hat Schreibtisch, Sonnenuhr. Und was bist du? Meteoritenschaukasten, geil. Hallo. Aha. Touchscreen F1-Antrieb. Das F1-Triebwerk wurde für die Apollo-Mondmission entwickelt und war ein flüssigkeitsbetriebenes Raketentriebwerk mit einer einzigen Düse, das eine Schubkraft von über 6 Millionen Newton erzeugen konnte.
In der Super-Schwerlast-Trägerrakete Saturn V kamen 5 davon zum Einsatz. Die Kraft des F1-Antriebs war entscheidend, um Raketen von der Erde ins All zu befördern. Cool. Wäre noch cooler, die wirklich in echt zu sehen, aber... Hier ist nichts mehr drin. Und was bist du hier für ein Schätzchen? Abschied von der Erde. Im Jahr 2150 prognostizierten Wissenschaftler das Ende unserer geliebten Erde. Aufgrund von atmosphärischen Phänomenen würde Atemluft ins Weltall entweichen, was für sämtliches verbleibendes Leben den Untergang bedeuten würde. Etwa 50 Jahre blieben der NASA und anderen Weltraumbehörden, um die Menschheit vor dem sicheren Tod zu retten und zu den Sternen zu bringen. Dass die Menschheit weiterlebt, ist unter anderem der Entwicklung des Graf-Antriebs zu verdanken. Ich wette, als das prognostiziert wurde, haben alle Leute auf X gesagt, nein, das stimmt nicht, Fake News. Das erfinden die da oben nur, um uns zu unterdrücken. Ja. Die Grünen sind schuld. So, Swedig. Oh, History of Spaceflight. Oh, das ist aber sehr süß gemacht. Voll cool. So. Oh, cool. Oh, wir müssen uns noch ein bisschen umgucken hier. Aber ich muss erstmal in die uninteressanten Gebiete gehen, bevor wir uns die interessanten Sachen anschauen. Da hinten müssen wir rein. Ich gucke hier oben trotzdem nochmal schnell rum. Eine kleine Hake für den Zen-Garden. Sehr viele Pamphlete hier überall. Die Leute haben es einfach weggeworfen. Mhm. Ah, ein Computer. Große Schaukästen mit nichts drin. Aha. Oder mein Gehirn kann nicht begreifen, was für komplexe Dinge hier ausgestellt sind. Deswegen wird es ausgeblendet. Meine Augen sehen es zwar, mein Gehirn verarbeitet es aber nicht. So. Okay, gut, das war das hier unten. Und jetzt... Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Aha. Professor X war hier auch. Hat hier ein bisschen rumgeschaut. Marsgestein. Oh. Project Mercury. 1958 bis 63. Eines der ersten bemannten Raumfahrtprogramme der Menschheit. Das Mercury-Raumschiff sollte einen Menschen für Tests in die Erdumlaufbahn bringen. Insgesamt gab es 6 Flüge. Der früheste war suborbital und dauerte 15 Minuten, während der letzte über 34 Stunden währte und 22 vollständige Umkreisungen umfasste. Und das in so einem Ding. Das ist nicht die Originalgröße. Das würde ich, glaube ich, die Ausstellung ein bisschen sprengen. Anzug Mercury. Der ursprünglich für Flüge in großer Höhe gedachte Mercury-Raumanzug wurde oft angepasst, um Druck, Temperatur und Sauerstoffproblemen zu begegnen. Obwohl die Kabine des Mercury-Raumfahrzeugs bereits vor den Gefahren der Raumfahrt schützte, stand die mehrfache Absicherung stets an erster Stelle. Falls es in der Kabine zu Druckabfall gekommen wäre, hätte der Raumanzug den Astronauten vor dem Vakuum geschützt. Aber schützt er auch vor 5G-Strahlung? Sieht schon stylisch aus. Aber slim fit. Für mich wäre das nix. So, der Mond Rover. 71 bis 72. Der Mond Rover, der bei den letzten Apollo-Missionen eingesetzt wurde, konnte 2 Astronauten befördern. Das Drahtgeflecht-Reifenprofil bestand aus Titan und sollte für Haftung auf der Mondoberfläche sorgen. Zudem war der Rover voll elektrisch und wurde mit Batterien betrieben, deren Energie für die Dauer der Mission ausreichen sollten. Junge, Junge, Junge. Ist schon cool, aber inzwischen sieht es halt wirklich auch ein bisschen nicht prähistorisch, aber naja, schon. Ist schon ein bisschen in die Zeit gekommen. Ja, aus dem Weg. Ach, guck mal, unser Verborgen-Skill ist jetzt eindeutiger. Abschied von der Erde hatten wir schon. Nein, doch, ja, hier.
Anzugentdecker? Den kriegen wir nicht, ne? Ne, den kriegen wir nicht. Mehr Programm. Huch, ach ja. Nach dem Opportunity Rover. Die Mars Exploration Rover Mission startet im Jahre 2003 und ermöglichte die Erforschung des Mars aus der Ferne mit Hilfe der Zwillingsrover Spirit und Opportunity. Während der Kontakt zu Spirit im Jahr 2010 abbrach, sendete Opportunity noch bis 2018. 14 Jahre länger als geplant. Krass. Ah, schon krass. Sehr faszinierend alles. So. Die kennt man, glaube ich. Projekt Apollo. 68 bis 72. Also 1968 bis 72. Die Menschheit landete im Zuge von Projekt Apollo zum ersten Mal auf dem Mond der Erde. Die erste Mondlandung am 20. Juli 69 war bereits Apollos 11. Flug. Die vorherigen Flüge dienten dazu, die Module, Umlaufbahnen und andere wichtige Daten zu testen, damit die Piloten den Mond erreichen und auch sicher zurückkehren konnten. Oh. Oh. Oh Gott. Aber ansonsten sieht schon cool aus. Ich meine, braucht ja keiner mehr hier, ne? Projekt Gemini. Oder Gemini. 1965 bis 66. Das Gemini-Programm war in vielerlei Hinsicht eine Lernmission. Bevor die NASA mit dem Apollo-Programm Menschen auf den Mond schicken konnte, mussten zuerst viele Fragen aus dem Weg geräumt werden. Gemini sollte klären, wie ein Mensch viele Tage im Weltraum überleben konnte, wie man die Module eines Raumschiffs koppelte und wie die Technologie der Raumanzüge verbessert werden konnte. Wir sind noch nicht fertig. Sitze. Projekt Prisma. Für das ambitionierte Raumfahrtprojekt zur Biegung der Schwerkraft tat sich die NASA mit Nova Galactic zusammen, den Schöpfern des Voltaire-Supercomputers. So entstand das erste Raumschiff, das schneller als das Licht reisen kann. Die erste erfolgreiche Reise führte die Astronauten zum Jupiter. Was zuvor Jahre gedauert hätte, geschah nun in wenigen Augenblicken. Und dafür stellen die hier, weißt du, überall stellen sie so Miniaturversionen der Raketen hin, die ziemlich groß sind. Nur hier sind Sitze. Projekt Prisma, das vielleicht wichtigste Projekt der Menschheitsgeschichte, sind Sitze, die hier ausgestellt wurden. Na gut. Oh. Projekt Prisma. Ah, na gut. Oh, okay, na gut. Doch, nicht nur Sitze. Na gut, ich habe nichts gesagt. Ja. Geschah nur in wenigen Augenblicken. Das gehört noch dazu. Cool. Dann ist wieder cool. Prisma. So, Eagle-Modul. Die Mondlandefähre Eagle der Apollo 11 Mission war das erste bemannte Mondfahrzeug. Ihr Gegenstück war das Befehlsmodul Columbia, von dem die Mondfähre sich löste und wieder andockte. Columbia brachte die Astronauten in den Mondorbit und wieder zurück, während Eagle sie auf die Oberfläche und wieder zurück beförderte. Oh, alles schon cool hier alles. Gefällt mir sehr gut. Ich wünschte, ich wäre wirklich da und würde mir das nicht im Spiel angucken. So. Hier geht's noch irgendwo hin. Aber ich glaube, da oben waren wir schon, ne? Ja, hier oben waren wir schon. Das waren die leeren Kästen. Okay. So, da sollen wir hin. Also guck ich erstmal hier. Leben im Weltall. Zwar begann schon in den späten 1990er Jahren Langzeit-Weltraummissionen wie die der Internationalen Raumstation, andere Planeten sollten die Menschheit aber erst rund 100 Jahre später besiedeln. Aus kleineren Außenposten mit 5 Forschungsteams oder weniger wurden schließlich ganze Kolonien auf dem Mars und auf anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems. Und ich glaube, jetzt sind wir da durch. Oh, schön. So, kurz die Hände waschen. Achso, Trinkwasser. Und jetzt finden wir hier eine, auf dem Klo finden wir hier eine Daten, auf dem ehemaligen Klo finden wir hier eine Datenslate. Das ist ein bisschen underwhelming, die hier zu finden. Judith, persönliche Aufnahme, oder Judith, persönliche Aufnahme. Ich verstehe einfach nicht, woher diese Berechnungen kommen. Stimmt was mit den Zahlen nicht? Ist doch alles recht simpel. Das war nicht meine Frage.
Wir schaffen es noch nicht mal, eine Materialprobe von dem Objekt zu nehmen. Keine Erklärung für die Gravitationseffekte, kein Bewegungsdiagramm für die harmonischen Frequenzen. Ich kann nicht mal einen Schmelzpunkt bestimmen. Judith. Aber du hast mich monatelang Collider-Prototypen bauen lassen. Und jetzt soll ich Helium-3 hineinpumpen, basierend auf einer Gleichung, die du auf eine verdammte Serviette gekritzelt hast. Du musst mir einfach vertrauen. Das tue ich doch die ganze Zeit. Wir rennen immer wieder krachend gegen Wände. Nichts funktioniert. Und du lässt dir ständig etwas Neues einfallen, als wüsstest du, was passiert. Woher kriegst du deine Informationen, Victor? Es tut mir leid, Judith. Ich... nicht hier, okay? Irgendwo außerhalb der Basis. Ich sage dir alles. Aber ich lüge nicht, okay? Wir werden hier etwas Wichtiges entdecken. Ich verspreche es dir. Was? Das war jetzt völlig aus dem Kontext. Hab nichts gesagt. Hat der Victor vielleicht... finde Informationen über den Graf-Antrieb-Prototyp. Ja, wahrscheinlich tiefer in der Höhle. Hat der Victor vielleicht auch ein Artefakt angefasst und hat da Wissen herbezogen? Aber wir haben ja nur Visionen gehabt. Ich meine, er wusste es ja nicht. Er hat immer wieder Versuche angestellt. Er wusste etwas. Warum ist das hier so laut? So, sag mir nicht, gleich kommt hier so ein Terrormorph oder sowas. Weil der hat ja eigentlich nichts verloren. Puh, ist aber ganz schön groß hier. Frühe Tests für planetare Habitate. Was für Gesichter sie wohl gemacht hätten beim Blick auf das, was wir alles gelernt haben. Ja, naja. Aber wir hätten die Sachen ja nie gemacht, hätten die damit nicht angefangen. Ja, du kannst dich jetzt nicht drüber stellen. In der Zukunft ist man immer schlauer. Das ist, glaube ich, normal. Bei den meisten. Entschuldigung, bei den meisten. Nicht bei allen. So, erstmal natürlich woanders hingehen. Ah, der Hausmeisterraum. Okay. Ist da kein finnischer singender Hausmeister? Schade. So. Und dann weiter rein. Aber ich würde sagen... diese Anlage deckte viele Disziplinen ab. Doch der Zahn der Zeit hat an ihr genagt. Wie an uns beiden auch, meine Liebe. Wie an uns beiden auch. Ach komm, ist egal. Ich beende die Folge jetzt nicht. Wir machen jetzt weiter. Ich will nur mal darauf achten, dass ich keine Überlänge mache, aber sieh mich an, ich bin schwach. So. Was ist das? Flasche. Selber. Was für ein unverschämtes Spiel. Okay, hier ist eh nur Schrott. Kommen wir da rein? Nein. Hä? Nani? Da geht's auch nicht rein. Aber wir können da wahrscheinlich hoch. Und dann hier irgendwo rein. Geschichten von Raum und Zeit. Von den Gebrüdern Grimm. So, Klopapier, sehr wichtig. Ich glaube, das hier war so ein Service-Schacht oder so, ne? So ein Service-Flur. Tür verriegelt. Ja, da gehen wir doch mal rein. Was sollten wir auch sonst tun? Das hier und dann so einen schönen Zweier hier. Gönnen wir uns mal. Hier. Den hier und einen schönen Einer. Gönnen wir uns mal. Und hier haben wir zwei auf jeder Seite. Dann würde ich sagen, einmal den hier, einmal den da. Schade. Ein gewaltsames Öffnen ist keine Option. Ne, das haben die nicht eingebaut. Das können wir nicht machen. So, hier gibt es auch ein bisschen was. Platine, vielen Dank. Polytextil, also aus einer Klopapierrolle. Das da, Dichtmittel, das da. Deep Recon und ein Dash-Rucksack. Für Entdecker. Seid ihr auch Entdecker? Was war eure letzte Entdeckung? Mein eigener Körper. Warte, hier ist Netzschalter aktivieren, klar. Das mache ich doch glatt. Und jetzt kann ich hier... Ach so, vorher ging das nicht.
Verstehe. Ist aber sehr weitläufig hier. Und sehr unterirdisch inzwischen auch. Wir sind ja irgendwo tief unter der Erdoberfläche hier. Okay. Gut. Ja, hier geht's, glaube ich, nicht rein, ne? Tür verriegelt, entsperren leer. Ja, weißt du was? Das nehmen wir natürlich mit. Die drei hier. Das passt wahrscheinlich nirgend. Doch, hier passt es. Sehr gut. Und dann einen schönen Zweier, nämlich den hier. Okay. Wunderbar. Das passt. Das passt nirgends. Nee. Hier brauchen wir den hier und wir brauchen den hier. Hui. So, das haben wir. Noch eine Notenergiezelle. Davon haben wir jetzt 30 Stück, glaube ich. Können wir die Notenergie auch irgendwo reinklumpen? NASA-Wartungsschlüssel, vielen Dank. Können wir auch brauchen. Das Bohrgerät nehme ich gerne mit für die Nase. Sag mal, ist noch ganz frisch? Wirfst du den Loot durcheinander? Was ist denn mit dir los? Warum so aggressiv? Die Nanoröhren sind die empfindlich. Was ist denn mit der? Also kannst viel über Sarah sagen, aber die war nicht so aggressiv. Ich glaube, die Andrea muss mal ein bisschen Dampf ablassen. So, jetzt haben wir einen Wartungsschlüssel. Das ist ganz gut, aber... ich warte noch darauf, dass wir ihn brauchen. Sehr viele Energiezellen. Eigentlich gut, können wir immer rauchen. Aber auch sehr schwer im Inventar. So, da kommt zum Beispiel einer rein. Okay, NASA-Schneekugel nehme ich wieder mit. Und ein Digi-Digi-Dietrich nehme ich auch mit. Ein Tischtelefon. Ja, Wert 105. Schade. So. Fast schon schade, dass es hier keine Spacer gibt. Ich hätte so schön looten können in der Zeit. Weil es ja auch so schön groß ist. So. Hm. Hier ist ein Haufen von nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich folge einfach diesem Schlauch, den wir hier gehen, ne? Ich weiß schon lange nicht mehr, wohin es uns einfach führt. Aber offenbar ist das ein Zeichen, dass genau dieser Schlauch hier noch existent ist bei der NASA und wir hier durchgehen können. Wir müssen da hinten irgendwo hin. Ah, da. Level 46, okay. Alle Systeme versagen. Hallo? Wir sind Forscher. Wir sind Mitarbeiter der letzten Mitarbeiter der NASA. Schwerte Arbeitsbedingungen hier. War was Wertvolles dabei? Auf was du dich in diesem Modell wohl wiedererkennen würde? Was? Ich habe gar keine Zeit für deine Flottensprüche. Wir sterben hier gerade. So. Okay, gut, das war's schon. Ja, so sicher ist das auch nicht. Der Roboter war schon was, aber... seien wir uns ehrlich... und die haben sie bei der NASA also auch schon gehabt. Das heißt, die moderne Menschheit hat sich also null weiterentwickelt in all den Jahren. Das hier hatten die auch schon. Das sind genau dieselben Maschinen, Robotermodell A, wie die Menschen heute noch benutzen. Junge, ist das ernüchternd. Puh. Also die Menschen basieren quasi noch auf uraltem Shit und haben sich null weiterentwickelt.
Das ist einfach traurig. So, Lehrling. Und auch die Schlösser sind auch dieselben geblieben. Muss man vielleicht auch mal festhalten. Ne, das passt nicht. Diese drei hier und dann das hier. Schade, schade. Das würde passen und dann bräuchten wir noch so einen Dreier. Den hier wahrscheinlich. So. Okay. Digi-Dietrich. Digi-Digi-Dietrich. Kong-Station nehmen wir mit. Kong-Station. Monke. Notgeschützsteuerung. Ja, ja, gut. Die Geschütze, das ist so eine Sache. Die brauchen keine Steuerung mehr. Das passt nicht. Wir haben drei davon. Das passt auch nicht, oder? Ne. Das hier wird wahrscheinlich auch nicht passen. Doch, das würde passen. Und dann bräuchten wir noch einen Dreier, der so ungefähr aussieht. Nein. Der ist es nicht, der so ungefähr aussieht. Nein. Nein, der war's, ne? Ja. So. Und dann hätten wir hier einen Dreier. Und dann bräuchten wir vier. Der ist es nicht. Ah, shit. Vielleicht geht's trotzdem, warte mal. Den hier rein. Und dann bräuchte nur noch 1, 2, 3, 4. Obwohl. Oh, ich habe A gedrückt, ich Idiot. E gedrückt, ich Idiot. Das wollte ich gar nicht. Aber wir haben Glück gehabt. So, Geschützsteuerung, kein Signal. Ups. Habe ich mir gedacht. Gibt gar keine Geschütze hier. So, mal. Geht's hier weiter? Weil ich wollte noch nicht weiter. Nein, geht's nicht. Okay. So, die erkennt man kaum. So, hier war auch nichts mehr. Die Regelstange. Dazu sage ich nichts. Ihr perversen Schweine, ihr Weltraumschweine. Was ist wieder los bei euch? So, hier ist auch nicht, weißt du was, ich gehe mal weiter. Das ist nichts. Energie erforderlich, okay. Wo führt das Kabel hin? Wo kann ich die Energie einführen? Da auf der Rückseite vielleicht? Habe ich das übersehen? Ja. Netzschalter. So. Braucht der Netzschalter von irgendwo? Ne, der hat schon Energie an sich. Okay. Das ist ein sehr langer Spaziergang hier durch die NASA. Ich dachte, wir haben es ziemlich schnell hinter uns. Aber ich glaube, das wird ein bisschen genossen. Kästchen mit Erde, toll. Schwerelosdraht, lalalala. Hier ist nichts. Ich finde es schon schade, dass wir hier nichts mitnehmen können, was vielleicht irgendwie historisch relevant wäre für die heutigen Menschen. Schade. So, ach, sieh mal eine an. Diese Anlage ist gewaltig. Wie viele wohl wussten, wie groß sie wirklich war? Gute Frage. Eigentlich fährt man auf dem Fahrstuhl runter und dann kommen ständig Feinde auf die Plattform gesprungen. In jedem anderen Game. Aber ja, die Anlage, da hast du recht, die ist wirklich sehr gewaltig. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Sonst hätte ich wirklich eine Folgenpause gemacht. Vielleicht mache ich eine. Forschungscomputer der NASA. Weißt du was? Lass uns das nächste Mal weitermachen. Ich weiß nicht genau, wie lange es hier noch wird. Und ich muss noch ein bisschen hinterherkommen, auch mit Baldur's Gate und so. Ja, wer weiß, wann wir ankommen.
über den Graf-Antrieb-Prototyp. Und dann geht's ja auch noch weiter, ne? Dann, wir sind ja hier auch nur, wir kriegen ein paar Infos und dann geht's wieder weiter mit unseren Questen. Also, puh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder und dann lesen wir erstmal wieder am Forschungscomputer der NASA. Mal gucken, was wir Neues erfahren, was wir bereits wussten. Und dann, ja, nächste Folge, ein bisschen weiter Erkundung hier auf der guten alten Erde. Ach, ist das schön, als würde man nach Hause kommen quasi. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.